Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer weiteren Folge von Teamvorstellung in Klammern, in Anführungszeichen bewerten von euch in Inazuma 11. In Folge 6 haben wir ein Team aus Inazuma 11 3 Kettenblitz Explosion. Zumindest kann es auch das sein, kann auch Oga sein. Da bin ich mir unsicher. Aber wir gehen jetzt einfach von Inazuma 11 3 aus. Und ja. Zurzeit waren jetzt keine nennenswerte Kommentare in der letzten Folge, die ich jetzt mit aufnehmen konnte. Da war halt nur ein kleines Privatgespräch, was nicht wirklich nennenswert ist. Und halt, dass halt derjenige sich bedankt hat, dass ich sein Team bewertet habe. Aber wie gesagt, ich bewerte ja keine Teams hier, sondern ich stelle sie vor und gebe meinen Senf dazu. Also für immer, für die Leute, die es immer noch nicht gerafft haben. Also ich mache halt nur eine Eigenbewertung, wenn überhaupt, ob ich sie gut finde oder nicht. Also das ist mein Empfinden. Und das war es eigentlich. Aber so eine direkte Bewertung, oh ja, der Sturm hat Wertung von XY bis XY, das mache ich leider nicht. Das geht mir zu sehr in die Tiefe, denn ich möchte einfach nur lediglich nur eure Teams vorstellen. Ihr könnt euch selbst ein Bild machen, ob ihr diese Teams da selbst feiern würdet. Oder ob ihr da andere Gedankenstränge habt, da ist jeder eigen. Deswegen will ich alles so neutral lassen, wie es nur möglich ist. Wenn ihr natürlich auch noch ein Team einschicken möchtet, braucht ihr einfach nur zwei Bilder schicken, also zwei Screenshots, also mit dem Handy vom 3DS abfotografieren. Das reicht auch vollkommen aus, so dass man alles lesbar ist. Ihr braucht halt dementsprechend die Spielerliste, wo die 16 Spieler drin stehen, einmal abfotografieren, einmal in 11 vs 11 reingehen und dort die Aufstellung mit der Ersatzbank einmal abfotografieren. Ihr könnt soweit erstmal nur bis Go 2, also von Inazuma 11 1 bis Go 2, das heißt bis Go Chronostones, einmal könnt ihr mir schicken. Sobald ich mit Go Galaxy 3 gestartet habe und das dann auch beendet habe, dass ich mich ein bisschen mehr schlau machen über die Charaktere an sich, könnt ihr irgendwann auch natürlich Go 3 Mannschaften einschicken. Aber bis dahin dauert es noch. Vorweg, ich habe noch, wenn ich richtig gezählt habe, 3 bis 4 Mannschaften noch vor mir. Dann ist, wie es aussieht, Schluss. Wenn jetzt keiner mehr einreicht, dann ist erstmal Schluss. Das heißt, 2 Monate, wenn das jetzt 4 Folgen sind. Ich glaube, das sind 4 Folgen. Dann, wenn nichts eingereicht wird, kann ich auch nichts weiter bearbeiten. So sieht es nämlich aus. Ich wollte es nochmal erwähnen, dass ich jetzt noch 4 habe. Es ist bisher noch nichts Neues eingereicht worden. Also, wer das gerne machen möchte, sein Team vorstellen, der kann es gerne tun. In der Beschreibung steht auch nochmal alles, was ihr machen müsst. Also es sind wirklich nur 2 Bilder schießen. Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Gut, ich würde sagen, wir starten nun mit der Aufstellung und natürlich, wer das erstellt hat und ob er überhaupt einen Name gibt für das Team. So, ein bisschen anders. Okay. Wir haben den guten Glacy Yagami als Einsender und sein Teamname heißt Galaxy Tricks. Und vielleicht der ein oder andere kennt diesen jemand, weil der auch vielleicht kennt ihn jemand auch. Also der ist halt auch bei uns auf dem Discord, der ist auch bei Lilius auf dem Discord. Und der hat auch kommentiert und ist ab und zu auch mal im Stream dabei. Ja, was soll man dazu sagen? Sein Hauptmerkmal geht auf halt Bellatrix.
Also das hat er auch schon mal erwähnt, dass das sein Lieblingscharakter ist. So wie meiner halt Shadow ist. Und dann schauen wir mal, was er so in der Aufstellung und Ersatzmann hat. Wir haben als erstes im Tor haben wir Clear. Eine Verteidigerin ist im Tor. Was natürlich im ersten Moment natürlich sehr merkwürdig klingt, aber vielleicht hat das natürlich einen Grund. Vielleicht hat sie vielleicht Techniken, die dafür sorgen, dass sie eher im Tor geeignet ist als in der Verteidigung. Von Diamond Das, die gute Dame. Dann haben wir in der Verteidigung Glazer, Keyburn, Tori, Bala und Cammy. Also weitere Frauen sind im Team, also in der Abwehr sind auch noch alles Frauen. Da haben wir einmal Glazer ist irgendeine random Charakterin. Dann haben wir Keyburn aus Genesis. Dann haben wir Bala, haben wir einmal aus, ich glaube, Prominenz, aber es gibt tatsächlich kein Bild mit ihrem Prominenz-Trikot. Also ich habe nichts gefunden. Daher hat sie das Chaos-Trikot hier leider an, da sie halt auch im Chaos aufgetreten ist. Ich meine, sie ist von Prominenz, meine ich, von Torch. Ja, weil sie die Feuergrätsche hat. Also, ich glaube schon, ja. Am Anfang dachte ich so, ist das vielleicht Inner Summer Element 2? Dachte ich erst. Ich hatte erst am Anfang Inner Summer Element 1. Bis aber dann Cammy kam. Und Cammy gibt es nicht in Teil 2. Also ist es halt Teil 3. Ich habe es dann nochmal gelesen und denke mir so, oh ja, es ist Teil 3. Und halt Tori ist halt eine Standard-Raimon-Charakterin gewesen. Ist aber dann in Teil 3 nicht mehr in der japanischen Mannschaft aufgenommen, weil nur männliche erlaubt waren. Sehr, sehr, sehr komisch. Aber naja, so ist das halt. Dann im Mittelfeld haben wir Bellatrix, Botin und Rin. Also auch weitere Alias-Charaktere. Wir haben mittlerweile jetzt schon 6 Alias-Charaktere. 2 bisher von Prominenz und 2 von Genesis und 2 von Diamond Dust. Bellatrix, die Kapitänin. Und jetzt haben wir noch weitere Frauen. Könnte es eine reine Frauenmannschaft werden? Ich denke mal schon. So, im Sturm haben wir noch Lean und Mercury. Also, er hat sich halt gedacht, er nimmt jetzt einfach mal Frauenpower mit. Oder halt Bubis. Wie auch immer wie man das sehen möchte. Bisher der erste, der wirklich mal nicht so viele Rayman-Spieler drin hat. Also Haupt-Rayman-Spieler. Also der hat jetzt nur Tori mitgenommen, weil das halt die einzige weibliche war aus damaliger Rayman. Ansonsten ist hier eigentlich nur ein Charakter ganz neu und das ist halt Cammy aus Teil 3. Der Rest sind halt als alte Charaktere. Sehr viele Alias-Charaktere. Wir haben jetzt mit Lean die dritte im Bunde von Prominenz. Und eine aus Epsilon Plus oder beziehungsweise Epsilon. Und zwar Mercury. Ich dachte, Mercury wär Feuer, aber sie ist wohl Windelement. Apropos Windelement, wie man sieht, sind recht viele Windelement-Spieler drin. Also sehr windlastig, kann man nicht anders sagen. So, auf der Ersatzbank haben wir, wie es erwartet, sind es auch alles Frauen. Da haben wir einmal Hardlands, Virgo, Celia, Aisa und Coral oder Coral, wie man auch aussprechen mag. Coral ist die einzige Erdspielerin. Sie ist auch irgendwie auch eine Random-Spielerin. Ich kenne die vorher noch nie gesehen. Virgo, ja, kennt man eigentlich vom Namen her. Und da habe ich halt dieses passende gezeichnete Bild gefunden, was ziemlich niedlich aussieht. Dann haben wir noch einen weiteren aus Diamond Dust. Jetzt haben wir drei quasi. Jetzt haben wir 3 aus Diamond Dust und 3 aus Prominence. Die gute Aisa. Dann haben wir noch eine weitere Managerin. Und zwar ist Cammy eine Managerin und Celia eine Managerin. Und wir haben noch Sue Hartland von Triple C. Sie hat ja auch eigentlich ihren ersten Auftritt in Teil 2 bekommen. Und
ist halt durch die Regelung von Inazuma Japan nicht mit im Team gewesen. Ich denke mal, Tori und Hardland wären safe in der FFI mit drin gewesen, wenn das natürlich dann wahrscheinlich erlaubt worden ist oder so. Ja. Virgo gibt's, glaube ich, auch im späteren Teilen, meine ich. Ja. Hier haben wir auch nochmal zwei weitere Windspielerinnen. Also, man sieht, er hat eine reine Frauenmannschaft genommen. Und man kann halt nichts gegen sagen. Also, was soll man da? Ne? Der eine priorisiert halt gemischt, so dass halt alles gemischt ist. Der eine sagt, nee, ich spiele nur mit dem Standard-Raimund-Team alles durch. Ich will kein eigenes Team machen, das ist mir zu stressig. Der eine sagt dann, ich will jetzt nur die Stärksten. Ich gehe nur auf die Werte, also nur die stärksten Charaktere nehme ich mit. Und das sind meistens immer männliche Charaktere, ist halt so. Oder der eine sagt halt, ich mache einfach mal ein Fun, ich mache einfach Fun. Also ich will einfach mal ausprobieren im Spiel. Vielleicht gibt es ja noch da der ein oder andere, den man nicht so auf dem Schirm hat, der bei mir ganz gut funktioniert hat. Er hat halt eine reine Frau. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Frauen. Mir fallen da jetzt spontan jetzt auch nicht mehr so viele ein, außer halt noch Nelly und die andere Sylvia. Ansonsten, ja, kenne ich aus so anderen Mannschaften jetzt auch nicht mehr so viele Frauen. Ja, die hat halt auch drei Randoms dabei, Glacier, Virgo und Corel. Was auch mal sehr interessant ist, muss man sagen. Und zwei halt Spezial, würde ich sagen, weil Managerin als Fußballerin ist halt auch sehr, 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 ist halt auch sehr selten, da das halt Spezialleute sind. Mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen. Eine, ja, Frauenmannschaft, die auch schon stark sein kann, definitiv. Hier sind auch sehr, sehr viele starke Leute wahrscheinlich auch drin. Besonders halt auch Alice Charaktere sind auch nicht gerade ohne. Dann kommen wir nun zu den Techniken, zu der halt einfachen Analyse, was die für Techniken überhaupt drin haben. Fangen wir natürlich mit dem ersten Paket an. Da haben wir Clear mit Eisgrätsche, Eisige Faust, Spareffekt und Himmelshand X. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts falsch gemacht. Ich nehme halt immer die englische Wiki meistens. Mir sind halt sehr viele Parallelen halt zu deutschen Wiki aufgefallen, dass halt dort nicht immer alles drin ist. Und somit schreibe ich natürlich auch die Leute an, damit ich auch auf der sicheren Seite bin, dass ich da keinen Fehler gemacht habe. Es kann hier jederzeit auch noch irgendwelche Fehler aufgetreten sein, dass vielleicht eine Technik falsch ist oder falsches Element hat, wo ich nicht ganz aufgepasst habe. Das könnt ihr gerne dann reinschreiben, dann werden wir das in der nächsten Folge dann korrigieren. Ja. Ich kann zumindest verstehen, warum Clear im Tor steht. Halt, Eisige Faust ist schon ziemlich gut. Plus Spareffekt. Man könnte natürlich dann noch eine weitere Technik geben, die auf Wind basiert. Eisgrätsche kann man halt zur Not dann auch in der Verteidigung setzen. Aber ich habe auch, glaube ich, damals gesagt, ich sehe sie mehr wirklich im Tor als in der Verteidigung. Was mich halt auch stutzig macht, warum Diamond Dust Beluga war eh, finde ich, von den beiden Torhütern zwischen Beluga und Grant, war ja natürlich Grant ist overpowered. Da war ja Beluga nicht wirklich so strong und ihr Ersatztorhüter hat mich, hat er auch nicht so wirklich überzeugt, muss ich sagen. Deswegen kann ich halt auch verstehen. Ich weiß gar nicht, was überhaupt für Torhüterinnen im Teil 3 überhaupt so alles gibt. Also, ich kenne ja nicht jeden Spieler, Spielerin auswendig. Man kennt halt nur die bekanntesten von denen, die man halt mal gehört oder gesehen hat. Ja, ansonsten halt Spareffekt, geil. Eisige Faust, auch eine gute.
Ich weiß nicht, ob es noch eine Stärke gibt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie Stab drauf. Man kann ihr natürlich dementsprechend noch eine weitere Technik geben. Und dann passt das auch schon wieder. Leider kann man in Teil 3 die Himmelshand X nicht ersetzen. Das geht leider nicht. Man kann halt nur 2 weitere Techniken den Spieler geben. Und das war's. Mehr ist da nicht möglich. Deswegen, das finde ich in Go 1 und Go 2 am besten. Ich kann sie auch wirklich komplett austauschen. Das finde ich sehr gut. Kommen wir zu Glacier. Glacier hat Drehablocker, Mondsalto, Falterschuss und Sprengmeister. Ja, alles ganz gut. Der Falterschuss kann man auch zum Blocken nehmen, wenn man das möchte. Ansonsten halt eine Blockerin eher, weil die hat 2 Blocktechniken. Einmal Drehablocker und einmal Falterschuss. Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung, dass Falterschuss tatsächlich eine Blocktechnik ist. Ja, dann halt normal Mondsalto und halt Springmeister. Also kann man gut in der Verteidigung nutzen, würde ich mehr in der Mitte setzen, halt wegen dem Block-Techniken, aber das ist ja jetzt jeden selbst überlassen. Qyburn! Und Qyburn hat Blitzspurt, Schwerkraftmauer, Dreiecksnetz und Scharfschuss. Was soll ich dazu ihr sagen? Sie hat alle 4 Techniken. Sie hat Dribbling, Verteidigung, Torhüter und Schuss. Sie hat auf 2 tatsächlich Stab, Blitz und Scharfschuss. Also ist sie in meinen Augen erstmal so mehr Mittelfeld und mehr im Sturm. Also so ein Mittelstürmer wäre ganz gut. Man könnte halt die anderen beiden Techniken einfach ausblenden. Die sind nicht existent. Man könnte halt ihr dann dementsprechend eine andere Verteidigung geben oder halt noch eine andere Schüsse. Also sie könnte man, wie es aussieht, als Arounder einsetzen. Aber ich sehe sie mehr im Mittelfeldsturm. In so zwischen wie Libero halt nur halt vorne in der Offensive, nicht in der Defensive. Libero ist ja auch sowas wie zwischen Torhüter und halt der Verteidigung. So sehe ich Qyburn halt dementsprechend ein Libero in der Offensive. Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt. Aber so sehe ich sie halt. Da kommen wir zu Tori. Sie hat der Turm, hat auch Falterschuss, hat Tango und perfekter Turm. Also ich glaube, perfekter und der Turm sind aus Teil 2 und Falterschuss und Tango. Also Tango ist definitiv eine neue Technik, die nur seit IE3 aufgetaucht ist. Und Falterschuss hat sie, glaube ich, vorher auch nicht gehabt. Sie hatte hatte 2 andere Schüsse drauf gehabt, und zwar Turnerbombe und irgendwie mit dieser Kirmes mit Hau den Lukas. Ich glaube, Hau die Pille? Ich glaube, Hau die Pille heißt die Technik. Gut. Hat jetzt mittlerweile 3 Blocktechniken jetzt. Der Turm, es ist eine typische Frauentechnik, die können nur Frauen benutzen. Und ihr Signature Move. Falterschuss wahrscheinlich, weil denen nichts anderes besser eingefallen ist. Tango kann man noch ganz gut verstehen, benutzen viele Frauen. Und halt der perfekte Turm haben sie auch mit wieder reingenommen. Tori, sollte man nicht unterschätzen. Dann geht's weiter zu Bala. Oh yes. Was soll ich zu ihr sagen? Sie hat Feuergrätsche, Zickzackflamme, Meteorbomber, brennende Fäuste. Sie hat only Feuertechniken. Und sie ist aber eine Waldspielerin. Sie hat reine Feuertechniken, was überhaupt wieder mal nicht passt. Die Synergie ist da sowas von schlecht. Mit als Waldspielerin Feuertechnik einzusetzen, ist sogar noch schwächer, als wenn man Feuer ist als Wald. Weil dann
kann man noch so sagen, ich verbrenne meine Techniken oder so. Nein. Es ist sehr, sehr, sehr schlecht. Brennende Fäuste ist richtig geil. Also das ist die, ich finde, die geilste Feuer-Torhüter-Technikerin. Aber der Rest, macht einfach auf ihr überhaupt keinen Sinn. Leider kann man da halt, wie gesagt, die ganzen Techniken nicht ersetzen. Sonst würde man, glaube ich, würde komplett alles ersetzen. Alles, also ich würde auch halt auf Step gehen. So ist das halt bei mir. Ansonsten hat sie schon geile Techniken, so ist es nicht. Also Feuergrätsch ist nicht schwach, Zickzackflamme ist nicht schwach, Meteorbomber ist auch ziemlich gut und brennende Fäuste halt für Torhüter ziemlich nice. Zur Not kann man sie ebenfalls auch halt im Torhüter machen. Also er hat jetzt da halt Clear, kann man da halt auch ein bisschen rumwechseln. Wenn man will, kann man Keyburn reinmachen, man kann halt Baller reinmachen. Ich würde eher tatsächlich Baller reinmachen, weil ich habe gefühlt ist brennende Fäuste viel geiler als Dreiecksnetz, bin ich ehrlich. Also ich fühle brennende Fäuste mehr als Dreiecksnetz. Also daher würde ich dann eher Baller in Tor reinmachen und dann halt Clear dann mal, dass sie ein bisschen rumrundieren auf dem Platz. Da kommen wir jetzt zu Cammy. Da haben wir einmal Superblitz, Wolfsgeheul, Eisgefängnis und Powerduft. Ich dachte, Powerduft wäre eine R-Technik. Oder ich bin mir jetzt gerade unsicher. Falls ich das noch nicht farblich gemacht habe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich müsste es selbst nochmal nachgucken. Ich lasse es jetzt erstmal so, wenn nicht, dann werde ich das bei der nächsten Folge korrigieren. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ansonsten, Superblitz ist, glaube ich, der Inazuma Break im Japanischen, glaube ich. Ja, Wolfsgeheul, Eisgefängnis und hat alles Techniken, die halt wieder mal anderes Element haben. Wolfsgeheul ist natürlich eine ziemlich nice Technik. Gefällt mir richtig gut. Daher, Cammy ist so schwer jetzt einzuschätzen. Sie hat zwei geile Techniken im Bereich Sturm und halt zwei gute Techniken halt im Bereich der Verteidigung. Daher kann man sie, glaube ich, defensiv sowohl als auch offensiv spielen, wenn man das möchte. Ich kenne ihre Stärke an sich nicht. Aber ein einziger Stab ist halt aktuell jetzt laut dem Bild Powerduft. Ich bin mir da halt gerade unsicher, ob das nicht eine R-Technik ist. Aber da habe ich das wohl vergessen einzuführen oder so. Ich kann mich auch irren, das ist wahrscheinlich auch eine Wahltechnik und dann passt das ja alles. Kommen wir zum Kapitän. Und zwar, wird wahrscheinlich auch der Name Trix, wird wahrscheinlich Bellatrix auch der Kapitän sein. Und sie hat Astro-Knalle bekommen, Terrero-Finte, Flipper-Kicker, Salto-Knaller X. Ich muss sagen, die gute Bellatrix wurde sowas von genervt. Aber sowas von genervt, finde ich. Beziehungsweise sie hat ihre Space-Pinguine nicht bekommen. Und ich dachte, diese Technik gibt es nicht mehr in Inazuma Eleven 3. Ich habe mich getäuscht. Ich habe mich echt getäuscht. Es gibt Space Pinguin in Inazuma Eleven 3. Ich dachte, die gibt es nicht mehr. Ich glaube, wir hatten, glaube ich, schon mal Bellatrix in den vorigen Folgen. Und da kann ich halt nur sagen, was soll das? Ich wusste, also ich glaube, da habe ich auch gesagt, dass ich, glaube ich, meine, dass halt der Space Pinguin nicht mehr vorhanden ist. Beziehungsweise ab Gau gibt es die definitiv nicht. In Teil 3 gibt es sie noch. Oder war das Gau? Ich glaube, das war Gau 1. Ich verdrehe da, glaube ich, was. Auf jeden Fall finde ich die Entscheidung zwischen den ganzen Techniken sehr, sehr, sehr merkwürdig. Warum sie so gemacht wurde.
Flipperkicker ist eine starke Erz-Dribblingstechnik, keine Frage. Tiro-Finte, ja, okay, kann man machen. Aber Astro-Knaller und Salto-Knaller X, wieso hat die Salto-Knaller X bekommen? Das doch, wieso habt ihr den Space-Pinguin weggenommen? Das ist so schwachsinnig, also ganz ehrlich, die haben sie verhunzt, in meinen Augen. Kann man nicht anders sagen. Kommen wir zum nächsten Charakter. Butine oder Butin, ich weiß nicht, wie man die Butine aussprechen mag. Sie hat Dimensionstor, Paarungstanz, Feuergrätsche und heißer Feger. Ja, Dimensionstor, ein Langschuss. Und der Rest ist ja typ, also Feuergrätsche ist typisch halt Prominenz. Halt auch die Dribblingsattacke. Wie hieß sie nochmal? Nicht Feuergrätsche, Eisgrätsche, Wasserring, Feuerring. So. Aber sie hat Paarungstanz bekommen. Naja. Gut, Dimensionstor. Ja, kann man halt als Langschussnutzer nutzen. Und der Rest, ja, ist da. Mehr kann man nicht sagen. Die Techniken sind einfach nur da. Kann man halt, wie gesagt, zwei andere Techniken draufpacken und fertig. So, okay, da unten haben wir auch Powerduft, also das ist doch keine Erdtechnik, wie ich dachte. Jetzt kommen wir nämlich hier zu Rin. Und Rin hat Space Pinguin. Wieso hat Rin Space Pinguin? Hatte sie das vorher? Ich glaube nicht. Sie hat Spiralschuss, das ist klar, das kennt man eigentlich auch schon von der, also von Inesum Event 2. Blitzspurt, glaube ich, hat sie auch schon gehabt. Wasserring hat sie auch gehabt. Und ich weiß nicht mehr, was die letzte Technik von Teil 2 war. Auf jeden Fall, die ersten drei passen auf jeden Fall noch. Die wurden noch übernommen. Aber warum hat sie auf einmal Space Pinguin bekommen? Rin bekommen? Eine neue Technik. Aber Bellatrix bekommt ihre alte Technik nicht zurück. What the fuck? Dann würde ich sogar sagen, Rin ist jetzt sogar besser als Bellatrix. Schon allein wegen Space Pinguin. Rin ist die neue Bellatrix. Obwohl Rin definitiv weit drunter als Bellatrix gewesen ist. Jetzt ist es in Inesum Event 3 umgekehrt. Jetzt ist Bellatrix unter Rin. Würde ich sie jetzt stärker technisch doch etwas jetzt anders platzieren. Und das ist schon mal eine Aussage. Also, wie gesagt, das ist halt nur mein Gefühl. Ihr könnt das anders sagen. Ihr könnt sagen, nein, Bellatrix ist immer noch über Rin. Aber mein Gefühl sagt mir eher nicht. Spiralschuss, brauchen wir nicht drüber reden, ist halt eine Schrotttechnik, aber Blitzspurt ist schon gut, Wasserring ist auch sehr, sehr gut und halt Space Pinguin ist halt mega als, obwohl Salto Knaller natürlich eine sehr starke Technik ist, aber wir müssen bedenken, Rin hat halt eine Stab-Attacke und halt dementsprechend Salto Knaller und Wind ist nicht so wirklich Stab. Ich würde sagen, vielleicht ist vielleicht in der richtigen Welt mit den ganzen Werten ist wahrscheinlich immer noch stärker als Rin, aber in meinem Gefühl ist Rin nur allein durch die, allein der Techniken, ohne die Werte zu beachten, ist Rin stärker als Bellatrix. Das ist nur meine Aussage. Wie gesagt, jeder sieht das anders und es ist auch total in Ordnung. Machen wir weiter. Gehen wir zu dem nächsten Charakter namens Lean. Und ich wusste, ich habe die gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. In null. Ich wusste gar nicht mehr, wer das überhaupt ist. Bis ich halt dann dementsprechend halt gegoogelt habe und halt die Wiki und dann sehe ich nur, oh, sie ist bei Prominenz. Die habe ich nicht mehr wahrgenommen. Sie habe ich echt nicht wahrgenommen. Sie hat echt krasse Sachen. Sie hat Feuerdreher, Feuerdribbling und die Feuerwelle. Ich glaube nicht, dass sie in Teil 2 die Feuerwelle hatte, weil Feuerwelle ist halt eine Technik, die natürlich erst in Inazuma Japan erst entwickelt hat, während der Story. Ich bin mir nicht mehr
ich glaube, im Match gegen, wo die alleine waren, wo Mark und so verhindert waren, wo sie ja ohne ihren Mark Evans und Darren Thor war, diesen Wasser gegen Argentinien. Ich glaube, gegen Argentinien haben sie die Feuerwelle entwickelt. Meine ich, war das gegen Argentinien. Die haben trotzdem 2 Jahre gegen Argentinien verloren, was mal auch mal gut war, dass tatsächlich auch mal Inazuma Japan mal verloren hat. Das ist, ich finde es immer so lame, wenn sie immer gewinnen. Nur weil halt das die Hauptmannschaft ist. Aber trotzdem, sowas im K.O.-System fand ich das ziemlich gut, dass sie wirklich mal verloren haben. Das fand ich sehr, sehr, sehr gut, storytechnisch. Ansonsten halt, ja, sehr viele Feuersachen und passt ja auch zu 5 Feuerspieler. Mercury, hast du irgendwas? Nee, Moment, warte mal, Dimensionstor ist doch Wald, oder? Ich glaube, da habe ich das noch nicht eingefärbt, aber Dimensionstor, Inazuma, Dimensionstor. Ist das jetzt? Nein, doch nicht. Ich dachte, Dimensionstor wäre tatsächlich Wald, aber nein, ich habe es, laut der Liste ist es Wind. Wieso denke ich, dass das eine Waldtechnik? Ich weiß es nicht. Weil Wald... Jetzt weiß ich, warum ich denke, es ist eine Waldtechnik, weil es nämlich in Go eine Waldtechnik ist. Deswegen, weil es nämlich in Go 1 und 2 nämlich eine Waldtechnik geworden ist. Aber laut Wiki ist es Wind. Ich bin mir jetzt unsicher, wie das aktuell in Go 3 ist. Wir könnten das... Warte mal, wir machen das mal anders. Ich färbe die einfach mal zur Hälfte ein. Ich bin mir da wirklich unsicher. Weil ich gehe wirklich nur nach der Wiki. Warte mal, ich gehe mal auf die englische Wiki hier. Gandir. Ja, ist Wind und Wald. Weil die wurde umgeändert. Deswegen denke ich nämlich, dass es... bei Powerduft ist es bei Powerduft genau das gleiche. Ich guck mal. Powerduft. Da, Powerduft. Ich meine, Powerduft war auch eine Erdtechnik. So, englische Wiki. Nein, Powerduft ist tatsächlich eine Waldtechnik. Aber wieso habe ich in Erinnerung, dass es eine. Nee, okay. Ist es eine Wald? Dann verwechsel ich das, glaube ich, mit anderen. Okay, ich würde sagen, wir machen Dimensionstor. Gut, es ist Teil 3. Teil 3 ist es noch eine Windtechnik. In Go ist es wiederum eine Waldtechnik. Deswegen bin ich auf den Gedanken gekommen. Deswegen muss ich sagen, ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich gehe jetzt tatsächlich nur nach den Editionen. Deswegen... Ist das manchmal so in der Recherche schon doch etwas verwirrend. Aber gut, sie hat Scharfschuss, Tornado rückwärts und Dimensionstor in Windelement diesmal. Das heißt, wenn wir Dimensionstor in Go 1, 2 uns behandeln, wird es natürlich dann entsprechend auch in der Waldtechnikfarbe drin sein. Und Meteorbomber ist ja auch ihr Signature Move, kennt man eigentlich. Deswegen dachte ich nämlich, durch Meteorbomber ist Mercury ein Feuerspieler, aber wie es aussieht, ist sie tatsächlich eine Windspielerin. Dadurch ist der Dimensionstor natürlich durch der Langschuss natürlich ziemlich stark und Tornado rückwärts ist ja auch etwas stärker, aber Scharfschuss? Ich kann mich an diese Technik null erinnern. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie die genau aussieht. Ich habe echt kein Bild mehr dazu. Null. Naja, gut. Kommen wir zu Heartland. Sie hat Rosenkavalier, kennt man, auch aus Teil 2. Falterschuss kennt man.
Deswegen dachte ich, Falterschuss wäre auch von Elements halt nicht Erde, sondern Wald. Aber es ist halt eine Erdetechnik, wie es aussieht. Doppelstürmer hätte ich es eher als Windtechnik betitelt. Aber es ist halt dementsprechend eine Erdtechnik. Und halt, da haben wir Powerduft, wo ich dachte... aber es gab da sowas mit Duft, die eine Erdtechnik ist. Ich glaube, das ist wieder ein... Ich glaube, das ist wieder ein Go 2 oder so. Was ich da gerade... Blütenzauber war das nicht, oder? War das Blütenzauber, was ich im Kopf habe? Ich glaube schon. Könnte Blütenzauber sein. Aber okay. Ja, Rosenkavalier, Falterschuss und Powerduft. Ist Powerduft, glaube ich, müsste auch schon in Teil 2 gegeben haben. Meine ich. Ja, kennt man. Sue Heartlands, was soll man da noch großartig sagen? Triple C Captain und ja, ist dann halt zu Inazuma zu Rayman gewechselt gegen die Alice Academy, nicht zu Japan. Inazuma Japan hat ja keine. Ja, kommen wir zum letzten. Da haben wir Virgo und sie hat Schuss Plus, Hyperhacker, Meteorklinge und Icarus. Und ich dachte, Icarus wäre eine Windtechnik. Aber Icarus ist wohl eine Feuertechnik, was überhaupt keinen Sinn ergibt für mich. Icarus ist so engellastig und ich finde, diese Engeltechniken wären halt ausschließlich Wind, aber was ja auch nicht stimmt, denn wenn man an Ricardos Olymp denkt, das ist ja für mich auch so götterähnlich, also götterengelmäßig, hat ja auch einen ganz anderen Typ. Aber an Icarus dachte ich, das wäre Vince. Also muss man sagen, Virgo hat mit der Klinge ziemlich gut. Hyperhacke ist jetzt nicht so geil, finde ich. Und ja, kann man nicht anders. Sie ist halt eine starke Random-Spielerin, die man so, ich weiß gar nicht mehr, wo man sie bekommt, wie man sie bekommt. Ja, kann man. Müsste ich halt erstmal herausfinden, ob sie in 4 vs 4 beitritt oder ob sie in einem bekannten System ist oder ob man sie halt so suchen muss. Aber wo sie generell zu finden ist, weiß ich echt nicht auswendig. Kommen wir zu Celias. Die Stiefschwestern sind eigentlich Celia Woods und. Nee, die sind nicht richtig verwandt, soviel ich weiß. Die sind. Oder? Oder nee, doch, die sind verwandt, nur diese wurden halt von zwei verschiedenen Familien. Dadurch haben sie auch die zwei verschiedenen Nachnamen bekommen. Celia Woods wurde halt von der Woods-Familie und Jude Sharp halt von der Sharp-Familie. Ich meine, die sind schon richtige Brüder und Schwester, wenn ich mich da nicht irre. Auf jeden Fall die Schwester von Jude Sharp. Und ja, sie hat ihm quasi etwas nachgemacht. Sie hat Illusionsball, Todesdreieck 2 und Doppelvortex. Sogar eine der neuesten Techniken, die er mit Stonewall entwickelt hat. Und sie hat noch Glückspilz. Ja, sie ist halt eine Nachahmerin ihres großen Bruders. Oder ist sie die größere? Also die ältere? Bin mir jetzt unsicher, aber ich meine, Jude ist der große Bruder und sie die kleine Schwester. Es könnte aber auch andersrum sein. Ich habe ihren Altersunterschied jetzt noch nicht mehr im Kopf. Dass sie vielleicht ein Jahr Unterschied haben. Ich glaube, sie ist 11 gewesen und er ist 12 oder 13. Wenn wir so um den Dreh. Ihr könnt es mir ab in die Kommentare schreiben damit. Ja. Was soll man sagen? Weiblicher Jude Sharp. Mehr kann man nicht sagen. Mehr stempel ich sie auch nicht ab. Aisa hat Asurin-Gürtel, Frostball, Heißer Feger und Fenriswolf. Alter, wo ich das bearbeitet habe. Ich dachte mir, Frostball und Fenriswolf. Warum sind das keine Windelemente in Frostball?
Ball. Alle Frosttechniken waren bisher immer, wenn ich mich nicht irre, alles die mit Wasser, alle Wasser- und Eistechniken hatten immer den Element Wind, was auch ganz gut passt, weil es gibt kein Element Wasser. Ne, muss man dazu sagen. Aber warum ist Frostball eine verdammte eine Waldtechnik? Das ergibt null Sinn. Genauso wie Fenriswolf. Es ist halt, finde ich, eine Steigerung von Wolfsgeheul zu Fenriswolf. Weil Fenriswolf, glaube ich, mit 3 Spielern ausgeführt wird. Ist halt, finde ich, so eine Art verstärkte Version eines Wolfsgeheul. Und Wolfsgeheul selber ist ja auch Wind. Warum ist Fenriswolf nicht Wind? Obwohl da auch wieder mit vielen Eispartikeln und sowas gearbeitet wurde in der Animation, wenn ich mich richtig erinnere. Nö. Es ist einfach eine Waldtechnik. Deswegen ist Eiser dann, finde ich, was das angeht, sehr, sehr, sehr schwach. Asurin-Gürtel, finde ich, ist mehr eine Feuertechnik. Asuriden, die stürzen auf und Dingens verbrennen. Wo ist das? Was hat das mit Wald zu tun? Gut, die können einen Wald zerstören. Aber das war es aber auch. Ich finde, bei manchen Techniken haben sie das falsche Element. Hier ist das große Beispiel. Es ist nur meine Meinung, deswegen ist Eiser jetzt nicht so geil, wenn Frostball und Fenriswolf dementsprechend Wind wäre, wäre das richtig gut. Dadurch, also Fenriswolf ist schon trotzdem eine starke Technik, aber da es halt ein Windspieler nutzt, ist es halt etwas abgeschwächt. Nur etwas. Also, naja. Gute Blocktechniker. Technik. So, Astrogürtel ist ja auch eine Blocktechnik. Da würde ich sie auch eher im Sturm sehen und halt, beziehungsweise im Mittelsturm. Schon alle wegen der Blocktechnik. Kommen wir zu Corell. Corall. Sie hat Spiralschuss. Sie hat Paladins Wucht. Aura Dribbling. Das heißt doch eigentlich Aura Dribbling. Habe ich jetzt den englischen Namen genommen? Aura. Aura. Habe ich gar nicht. Aura. Nee, Aurora. Aura Dribbling. Ja, ich habe aus Versehen den. Glaube ich, der englische Begriff, ne? Aurora Dribble. Ja. schnell umändern. So. So, jetzt haben wir es deutsch. und Flickflack-Attacke. Flickflack-Attacke, dachte ich, das wäre auch so eine Erz-Technik, aber ist das nicht eine Erz-Technik? Warte mal, ich guck nochmal. Flickflack. Eingeben. Sollte schon in der deutschen. Oder ist das wirklich Feuer? Es ist wirklich. Ach nee, Flipper. Kicker-Flipper war das. Ich habe das nämlich. Ich dachte, das wäre dieses Tium, 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 was Rubinho eingesetzt hat. Aber das ist jetzt sind ja zwei verschiedene. Nee, Flipper-Attacke ist eine Verteidigungstechnik. Okay. Nee, das, was ich dachte, das wäre ja. Ist ja von. Ist ja ein Dribbling. Nee, gut. Was soll man jetzt noch sagen? Sie hat Paladins Wucht von Edgar. Schieß mich nur, Edgar Padinus. Nee, Moment. Nee, doch. Paladins Wucht ist doch Edgar, ne? Odins Schwert. Er hat. Paladins Wucht, meine ich, ist von Edgar. Padinus. In Deutschland, wie geschieht nie, wer die Technik nutzt, das ist so dumm. User. In Teil 3 gibt es doch einige, die das können. Edgar. Genau, es ist nämlich Edgar gewesen.
auch nicht sein. Ne? Ich will auch ein bisschen mit Blitzen glänzen. Gut, ja, gute Erdtechnik, kann man nicht anders sagen. Der Rest, ja, ist da. Ist einfach da. Hat zumindest noch ein Dribbling und noch eine Abwehrtechnik. Also kann man sie halt auch offensiv und etwas defensiv nutzen. Dazu kommen wir jetzt zu der Übersicht, dass ihr alles mal seht, wie das alles gemacht ist. Muss sagen, ja, ist schon, also haben schon starke Techniken mit drin. Manche Techniken geben natürlich dementsprechend überhaupt keinen Sinn. Der wirkliche Ärger, finde ich, ist halt, dass Rin Space Pinguin hat. Kann Rin nicht Salto Knall X bekommen und Bellatrix Space Pinguin? Können wir das nicht drehen? ansonsten sind sehr, sehr krasse Techniken dabei. Manche sind natürlich nicht Stab, aber trotzdem kann man sie ja leveln und dann geht das eigentlich auch schon klar. Man hat drei Spieler zum Beispiel, die man auch ein Tor nehmen kann. Also ich in dem Fall, wenn ich diese Mannschaft hätte, würde ich tatsächlich Qyburn nicht ins Tor stellen. Wenn dann als dritten Torhüter. Aber in dem Fall würde ich Clear und Baller dementsprechend immer hin und her wechseln, wenn es möglich ist. Und halt, dass sie halt diese Position tauschen. Mal ist also meistens ist Clear, aber Baller als Second-Torhüterin ist angenehm. Klar ist Brenner Fäuste jetzt wahrscheinlich nicht so, also durch eine Waldtechniker natürlich nicht so ultra stark, aber Brenner Fäuste alleine ist schon ziemlich strong. Wenn brennende Fäuste Qyburn gehabt hätte und Dreiecksnetz dementsprechend Baller oder Bella oder wie auch immer sie heißt, ich glaube, dann würde man sich definitiv Qyburn noch als Torhüterin vorstellen können, wegen brennende Fäuste. Aber halt brennende Fäuste leider halt, wie es aussieht, eine Prominenz-Technik ist und Qyburn halt dementsprechend damaliges Gaia ebenfalls nicht das wohl gelernt hat, was eigentlich auch egal wäre, weil nämlich Bellatrix ebenfalls Gaia ist, beziehungsweise in den neuen, die wir kennen, ist nämlich Genesis. Genesis ist einfach nur ein Rang gewesen. Vorher hießen die ja Gaia, die Mannschaft. Da war ihr Signature Move nämlich die Space Pinguin und jetzt hat irgendeine Tuse von Diamond Dust die Attacke in Teil 3. Unverzeihlich. Ihr könnt mir gerne eure Meinung und Meinung halt in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem Ganzen haltet. Falls ihr, also ihr könnt auch gerne Feedback geben, wenn interessante Sachen im Kommentar stehen, dann werde ich sie wahrscheinlich wieder mit reinnehmen. Außer ihr sagt, ihr wollt es nicht. Da ist nichts dazu gekommen. Ansonsten würde ich dann sagen, war's das für diese Folge. Und wir sehen uns hoffentlich dann bei der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, ihr könnt halt auch Teams einreichen. Aktuell nur bitte erstmal nur von Inazuma 11 1 bis Go 2. Das heißt, alle sind involviert. Inazuma 11 1, Inazuma 11 2, Inazuma 11 3, Inazuma 11 Go Licht und Schatten, aka Go 1 und oder halt Inazuma 11 Go Chronostones, Donnerknall, Flammenwand, aka Go 2. Falls die Leute es immer noch nicht begriffen, was mit Go 1 und Go 2 gemeint ist. Ja. Also halt von Inazuma 11 bis Go 2 könnt ihr mir dann halt per Screenshot, ihr könnt das auch, wenn ihr das Emulator macht, da könnt ihr halt auch einen Screenshot von machen, so dass es lesbar ist. Ich bräuchte halt dementsprechend halt die Spielerliste, die 16 Spieler, die quasi aufgelistet sind, und halt dementsprechend die Spieler, also halt 11 versus 11 Mannschaft, Aufstellung und halt wer auf der Bank sitzt und wer gerade drin ist in der Aufstellung. Also nicht bitte die in 11 vs 11 kämpfen, die Aufstellung, weil da ist die Bank nicht, sondern halt
ihr geht halt, wo ihr die bearbeitet. Es sind zwei Fotos, mehr braucht ihr gar nicht tun. Den Rest mache ich schon. Falls ich dann noch Fragen habe, solltet ihr am besten bereitstehen. Das heißt, ihr sollt nicht am besten inaktiv sein, sodass ich euch nicht mehr erreichen kann. Das wäre natürlich sehr, sehr schlecht, wenn ihr euch dann nicht mehr erreiche. Ihr schickt was ein und seid für immer und ewig im Galaxie-Universum gefangen oder so. Das wäre sehr, sehr schlecht, falls ich diesen Spieler null kenne und mir sehr unsicher bin, ob das die richtige ist. Oder der richtige. Daher solltet ihr am besten auch noch erreichbar sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es geholfen, gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen. Schreibt eure Meinung in den Kommentaren. Und wir sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Folge wieder von Teamvorstellung in Klammern. Wir warten von euch in Inazuma Eleven. Also, bis dann!